Und weiter geht es mit einer mörderischen Folge Diablo 4 Season 1. Leute, wir werden den Season Pass weiterleveln. Ich habe aufgenommen gehabt, aber leider ist die Aufnahme verschwunden. Deswegen werden wir heute weitermachen. Ich erkläre euch gleich, was so passiert ist. Also, wir haben jetzt eine Quest. Wir sollen Etappe 1 und 2 der Season abschließen. Hier haben wir 44%, das heißt, ein beliebigen Dungeon auf der Karte. Und in zersplitterten Gipfeln sollen wir 3 und im Keller abschließen. Das werden wir machen, das sollten wir sogar eigentlich alles hinkriegen ohne Probleme. Das Ding ist halt, ich hatte halt die Quest gemacht, ne, wo man hier rein musste. Ich meine, das war hier. Und was haben wir hier? Missionsereignis. Ob wir da noch schnell hin sollen? Gratiserfahrung, warum nicht, ne? Ja, auf jeden Fall war das Problem gewesen, dass ich die Aufnahme nicht beenden konnte und die ist jetzt komplett verschwunden. Also wir sind rein und dann haben wir kennengelernt, dass also herausgefunden, dass es verdorbene Herzen gibt. Menschen sind davon befallen und Menschen sind anscheinend halb Engel, halb Dämon. Und die dämonische Seite nimmt Überhand und durch dieses Herz verwandeln die Leute sich dann weiter in Dämonen. Also ja, also die rasten dann komplett aus halt, ne? Wenn diese komischen Gestalten, die ihr gesehen habt. Wenn ihr gespielt habt, wenn nicht, seht ihr es gleich. Und diese Herzen können eingesperrt werden, um das erstmal einzudämmen, aber noch nicht behandelt werden. Und wir können diese Herzen als Sockel benutzen. Und die haben relativ coole Effekte, wie ich festgestellt habe. Die kann man auch versetzen, bestimmte Schlüssel herstellen und in den Dungeon, wie komme ich jetzt hier rein? Und in den Dungeons droppen dann diese Herzen und wir können dann diese Schlüssel dort verwenden und ja. Das war es so im Großen und Ganzen erstmal. Okay, das finde ich gut. Ich dachte, hier sind noch andere Leute. Anscheinend nicht. Okay, das war ein Fehler. Das war keine gute Idee. Ich würde sagen, dann machen wir in einem Dungeon weiter. Aber das war so, so im Groben halt, ne? Kurz mal erklärt. Also, wir müssen einmal einen Dungeon abschließen und Dungeons in den zersplitterten Gipfeln. Ja, dann machen wir direkt in den zersplitterten Gipfeln hier. Hi, Dungeon. Zählt das hier auch noch zu zersplitterten Gipfeln? Ich würde sagen, ja. Ich sage, nehmen wir erstmal vielleicht den hier mit. Würde ich mal sagen. Wir teleportieren uns einmal hier hin. Schade, ich dachte, ich habe jetzt irgendwie ein dickes Ereignis, dass wir einmal fett leveln können. Aber wie gesagt, das war so kurz einmal alles zusammengefasst. Und die Story geht ja wahrscheinlich weiter, dass wir irgendwie herausfinden, wie wir das Ganze behandeln können. Blut zurückhalten, weil wir müssen jetzt nicht so lange, ja, uns um diese Herzen halt kümmern, ne? Sehe ich hier vielleicht noch was hier? Könnt ihr euch aber kurz durchlesen? Aber wie gesagt, das war halt das Probe, worum es halt geht. Und wir machen jetzt erstmal einen Dungeon. Ein so ein Dungeon, dann kann ich euch das nämlich einmal zeigen. Der sollte auf jeden Fall auch noch für dieses Gebiet hier zählen. Damit wir mit der Etappe weiterkommen. Wir müssen jetzt 2 Etappen schaffen, damit wir den Pass auf jeden Fall weitermachen können. Wir wenden so lasch jetzt erstmal aus. Juckt uns jetzt nicht. Schon. Aber wie gesagt, ich denke. Okay, einen Keller brauchen wir auch, ne? Vielleicht gehen wir erstmal in den Keller rein. Wie keine Geisteskraft. Ich bin noch nicht bereit. Oh doch, du musst bereit sein, Bro. Du musst mit allem rechnen. Dann gehen wir jetzt einfach in den Keller rein. Zack. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und dann direkt im Anschluss Dungeon. Okay, 3 Dungeon haben wir heute wahrscheinlich nicht, ne? Wir werden mal gucken. Wir werden mal schauen. Sie haben sich von mir ernährt. Meine Seele. Bitte entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Das tue ich gerne, Bro. Das mache ich gerne. Und da kommt direkt der nächste Wolf durch. Unser Sockel, muss ich sagen. Schaut euch das hier einmal an. Hat eine Chance, einen Wolfgefährten zu beschwören.
Okay, wir sind mit dem Kampf, hätte ich vielleicht vorher zeigen sollen, aber ihr könnt ja anhalten, muss das eigentlich einmal komplett durchlesen. Das ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Ja, jetzt hast du aber wieder ein bisschen, Bro. Ja, jetzt hast du ja wieder ein bisschen. Ich muss noch etwas warten. So, können wir jetzt einmal hier Benito machen. Ich habe keine Geisteskraft mehr. So, jetzt sollte aber dann mal langsam reichen, oder? Lass den armen Mann doch mal Ruhe. Lass doch einfach mal den armen Mann Ruhe. Alles klar, wir haben ihn erlöst, oder? Nein? Wie nein? Wie nein? Ich denke schon. Ich denke, er ist zufrieden. Ach, und Battle Pass, warte mal. Wir können uns das Pferd auch schon abholen. Wir können uns das Pferd... Ne, die Rüstung, ne? Das ist, glaube ich, nur die Rüstung erstmal. Aber die sieht cool aus. Die Rüstung ist cool. Die werden wir demnächst auf jeden Fall auch ausrüsten. Aber wie gesagt, jetzt erstmal im Dungeon. Hier gab es jetzt nicht so ein Herz. Obwohl da auch so ein Punkt war. So ein Orangener. Oder muss da diese Blume dran sein? Also dieses Blatt. Wir werden mal schauen. Einfach schnell durch. Hat das jetzt... Aber das hat gezählt mit dem Keller, ne? Nein, das hat gezählt. Wir schauen jetzt einmal gleich ganz kurz nochmal rein. Aber es müsste gezählt haben. So, wenn es einmal laden würde. Zack. Und... Keller hat gezählt. Alles klar. Das heißt, eine Nebenquest müssen wir noch machen. Kuriositätenhändler. Das könnten wir auch, denke ich mal, direkt erledigen. Bei Dungeons halt, ne? Das ist ordentlich. Das ist definitiv ordentlich. Schauen wir mal, wie wir hier so durchkommen werden. Ich muss noch etwas wagen. So. Muss ich ja machen. Drei boshafte Verderbnisse. Wollten wir doch. Ey! Ich werde nur gestunt. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, dann sammeln wir mal ein bisschen, Bro. Das war gerade eine fiese Nummer. Das war gerade eine richtig fiese Nummer. Ich möchte es ganz gerne mal mit den Herzen zeigen, aber irgendwie war hier noch kein Gegner. Ich muss noch etwas wagen. Der das Herz droppt. Sehr schön. Ah, der könnte dann noch aussehen, so ein Dicker. Meistens die großen Sachdegen. Ah, und da ist auch so ein Herz, Leute. Und zwar aktiviert man diese Herzen. Und dann kommt derselbe Gegner irgendwie nochmal. Muss eigentlich genau dasselbe sein. Ich habe irgendwie Stärke, aber ich habe jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt. Ich bin noch nicht bereit. Ich würde sagen, gleich da. Ja, und dann sammelt man halt das Herz ein, ne? Und dann hat man hier so einen schönen Sockel. Wolfgefährten. Das sind drei Wölfe. Ich warte, 6%. Eine Sekunde länger. Gut, der ist ein bisschen besser. Und der Ring. Ja, dann würde ich sagen, tauschen wir das direkt einmal aus. Das kann ich nicht benutzen. Achso, ne, falscher Sockelplatz. Dann würde ich sagen, bewahren wir es erstmal auf, weil ich will schon direkt einen richtigen Sockel drin haben. Wie oft habe ich jetzt in der Folge eigentlich Sockel gesagt? Dass einer mitzählt, Ehrenmann. Und rein da. Vielleicht finden wir den richtigen gleich. So ein lila Herz. Und dann können wir nämlich direkt den Ring ausrüsten. Aber den Extra-Wolf würde ich gerne behalten eigentlich. Extra-Wolf. Oh.
Blaues. Und diesen Herzen werden wir auf jeden Fall sehr viele brauchen, weil wir die auch zersetzen können und damit dann diese Schlüssel herstellen können. Die sind hier. Ich muss noch etwas warten. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Okay, 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 ich verstehe. Hat er mit? Wir sprinten mal ein bisschen. Na, okay. Wir will mal durchsprinten, da wissen wir aber auf jeden Fall, Ende vom Dungeon ist hier. Habe ich nicht auf ein Level gemacht? Stimmt. Da war ja was. Rang 5. Habe ich irgendwas, was den Rang so krass erhöht? Gilt, oder? Hier sind wir voll. Gut. Machen wir halt nochmal Wölfe. Was soll's? Ich muss eh nochmal irgendwann umskillen. Aber für die Anfang-Level ist das eigentlich relativ noch easy. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich einigermaßen vernünftig geskillt. Ich bin noch nicht bereit. Kannst du aber nicht genau sagen, Leute. Wie gesagt, es ist mein erstes Mal mit dem Druiden. Ich habe keine Geisteskraft. Und die haben den auch ein bisschen geändert, ne? Wie es aussieht. Ich meine, die haben den geändert. Wenn ich mich nicht irre. Ich bin noch nicht bereit. Weg mit dir und rein da. Na super. Habe ich einfach meine Geisteskraft verschwendet. Aber so ist das Leben. Ich bin noch nicht bereit. Komm jetzt endlich mal weg mit dem. Doch, sehr schön. Jetzt habe ich hier mehrere von diesen Herzen, aber der Ring lohnt sich halt nicht, ne? Den werde ich ja eh jetzt bald austauschen. Oder warte mal, Barriere. Rüstungseffekt. Okay. Wir leben wieder, ja. Hm. Ich behalte das erstmal eine Barriere, aber ich glaube, das ist genau dasselbe, was ich drin habe, ja. Dann lassen wir es erstmal so. Warte mal, wir haben alles erledigt. Das heißt, jetzt können wir endlich direkt zum Ende. War der Dungeon eigentlich relativ schnell, aber drei Stück. Die erste Etappe werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Oh, her damit. Ich muss noch etwas warten. Warte mal, Bro. So. Komm mal her hier. Ich muss noch etwas warten. Ja, doch, wir hauen den gut schnell um. Das war doch easy. Jetzt können wir boshaft Herz einfangen. Das heißt, jetzt kommt der Bro noch einmal, ne? War klar. Ich habe kaum noch Geistes. Ganz ruhig hier. Aber was ist das für ein Herz, was er gedroppt ist? Ist das auch wieder eine andere Farbe? Scheint so, ne? Ach, hier können wir es überall reinmachen. Wenn nicht. Aha. Scheint auf jeden Fall ein bisschen spezieller zu sein. Aber ich habe für den Ring hier, habe ich was in der Truhe. Schau mal, ob hier irgendwas ist. Weil beim anderen, als ich die Story gespielt habe, von der Season 1, gab es am Ende auch nochmal was mit dem Herzen hier. War da noch nicht ganz fertig. Oh, warte mal. Ich habe nicht umsonst diese Heilbrunnen, oder?
Wenn jetzt eine große Gegnerwelle kommt, dann ist leider gleich mein Effekt weg. Ja, sag ich ja. Verschlossen. Ich habe nicht den passenden Schlüssel, Leute. Weil ich den hier habe. Schade. Echt schade. Müssen wir mal zurück und irgendwie die Herzen vielleicht ein bisschen verwerten. Für alle werden wir ja eh nicht brauchen, wie gesagt, ne? Wir brauchen halt Schlüssel. Dann hätten wir es jetzt aufmachen können. Deswegen immer von jeder Sorte ein, würde ich sagen. Schau ich mal, welche Herzen wir noch... Boah, Alter, leckt es gerade hier. Warum leckt die Stadt so? Uiuiui. Ist aber ziemlich hart am lecken. Hier ist es definitiv nicht gut. So, ich würde sagen, wir tauschen... Ja, ich weiß, erst mal ein bisschen besser, aber ich will den Effekt behalten. Und mit den hier rein. Vielleicht erstmal zur Seite, ne? Nicht, wie selten das Ding ist. Werden wir uns auf jeden Fall noch in Ruhe anschauen. Dann wird erstmal zersetzt. Wir könnten uns hier rein theoretisch zurück teleportieren, ja? Wenn wir den richtigen Schlüssel haben. Eine gute Ausbeute. Ja, finde ich auch, Bro. Das finde ich auch. Die werden wir alles zersetzen. Hol ich jetzt noch die Pferderüstung gleich ab. Und einmal ran an den Tisch. Einmal alle bitte, ja. Also. Blau kann ich machen. Ich weiß nicht, ob der Blaue dafür geeignet ist. Herz will ich jetzt nicht machen. Und so eine Lootbox könnte man machen, ne? Wir haben ja den hier. Kann nur einer von den beiden sein. Werden wir jetzt sehen. Und erstmal die neue Rüstung abchecken. Also das ist die aktuelle und das ist die neue. Ja, wir benutzen die einfach mal. Und das Reittier. Den dampfenden Augen. Hm. Weiß ich, die Rüstung passt zu denen sehr gut, ne? Aber wir reiten mal eine Zeit lang erstmal den Kollegen hier. Warum nicht? Ja, doch was. Der ist auch ganz süß. Und die nächste Rüstung sollten wir mal, glaube ich, mal ein bisschen verkaufen, weil wir haben fast kein Gold, ne? Und für diese Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall auch Gold. So, also. Verschlossen. Ey. Hab nicht den passenden. Was? Verschlossen. Boshaften Aufsucher. Was hier? Zornerfüllter. Brutaler. Ah, nein, super. Sag, ich hätte ihn herstellen können, habe jetzt leider nicht gemacht. Das ist mies. Mehr als mies. Schau nochmal ganz kurz. Wenn, dann würde ich mich mega ärgern. Ich hätte vorher mal lesen sollen, ne? Nicht tun. Vorher echt mal lesen sollen. Gemeiner, verschlagener und brutaler. Nee, die hätte ich eh nicht herstellen können. Gut, aber der Dungeon ist abgeschlossen, oder? Abgeschlossen und für die Season sollte es ja... Zählt nicht als abgeschlossen, weil ich wahrscheinlich das Ei dann nicht öffnen konnte, ne? Alter, das ist fies. Das ist mehr als fies. Ich kriege auch die Herzen trotzdem auch hier drin und so. Es ist nicht. Alter, das ist richtig fies. Dann gehen wir jetzt mal hier hin, ja? Ich muss erstmal den, der sollte ja auch zählen.
Das ärgert mich jetzt leider ein bisschen. Ah, Mann. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Nur weil ich das Ding nicht öffnen konnte. Ich kann auch den entsprechenden Schlüssel gar nicht herstellen, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen seltsam. Hier oben habe ich Material gesehen. Danke. Das brauche ich, Jungs. Naja, wir müssen mal schauen. Machen wir den hier einfach so ein Standard-Dungeon. Ich weiß nicht, ob das auch zählt und ob wir da auch diese Herzen finden jetzt. Oder ob das nur in diesem markierten Dungeon ist. Kann ich euch nicht sagen, Leute. Kann ich euch nicht sagen. Aber ich würde sagen, eigentlich überall, ne? Müsste eigentlich überall drin sein. Aber wir werden sehen. Wir versuchen einfach irgendwie durchzuziehen. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Ja, dann ran da. Nicht nur beschweren, Bro. Von nix kommt nichts, ne? Ich muss noch etwas. Ey, nicht einfrieren. Nicht beschweren, Bro. Und bremsen. Direkt schnell zum nächsten. Okay, Handschuhe, egal. Lassen wir jetzt liegen, ist halt so. So, rein hier. Ich muss noch etwas sagen. Und finito. Ah nein. Nicht ganz. Ist noch der Chef. Oh. 184. Ja, damit. Und ein Level Up. Eigentlich müssten wir hier runter, ne? Dingen hier auf jeden Fall mitnehmen. Fragen. Wo knallen wir rein? Ich weiß es gerade nicht. Geisteskraft erhöhen. Geisteskraft ist immer gut. Damit wir mehr spawnen können. Bammen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin noch nicht bereit. Ihr wisst doch schon, was ich meine. Ich bin noch nicht bereit. Ups. Und schon mal weg. Haben wir hier auch besser. Endlich kommt mal ein bisschen Kram. Langsam, aber sicher kommt ein bisschen Kram beisammen, Leute. Ich bin noch nicht bereit. So. Aber ich glaube, die gibt es hier nicht mit dem Herzen, ne? Das ist mies. Jetzt habe ich keinen einzigen mit Herzen gefunden. Das ist echt schade. Ich weiß, ob ich den Dungeon nochmal wiederholen sollte. Fragen über Fragen, warte mal. Drei noch. Müssen wir nach oben. Ist einmal im Kreis gelaufen, aber gut, wir müssen das so oder so machen. Kann ich auch die Handschuhe mitnehmen. Aha, wieder ein neuer Ring. Da bin ich das passende Herz für. Und die Herzen müssen wir so oder so sparen, ne? Die sind teuer. Verdammt teuer. Aber was soll man machen, Leute? Können wir leider nichts gegen machen. Da war das mal auf ihn drauf hier.
gesammelt? Ja. Einfach schnell durch. Hey. Einfach schnell durch hier. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Ich bin noch nicht bereit. So. Ja, ja, komm. Ist in Ordnung, Bro. Okay, sehr gut. Wir haben sogar direkt den schönen Buff hier. Ich muss noch etwas ran. Oh, ich liebe den. Liebe den. So, aber warte mal. Sollten wir doch jetzt hier eigentlich noch weiterkommen, oder? Hilfe des ewigen Brandes. Geht drin. Das überleben wir doch easy, Leute. Aber hier gibt es die echt nicht, ne? Alter, dann ist es ja, die Schlüssel zu farmen ist dann echt hart. Jetzt habe ich zweimal den falschen. Ach, das regt mich immer noch auf, ja? Einfach der Dungeon nicht als Abschluss gezählt. Das regt mich leider echt auf. So. Aber bis jetzt kein einziger Gegner. Kein einziger Gegner, der so ein Herz gibt. Warte mal, jetzt auf die Weltkarte schauen. Ich bin hier immer rein. Ich glaube einfach nur da, wo dieses Blumenzeichen ist, ne? Oder Blattzeichen. Ist hier noch irgendwie ein Dungeon, der... Im Gebiet nur ein oder was? Hier Legion. Der saftig für Erfahrung, ne? Vielleicht schaffe ich es noch zur Legion. Ich bin noch nicht bereit. Ich hier einmal schnell durchrunne. Ich habe nicht genug Geist. Ich bin noch nicht bereit. Ey. Oh, Kiste. Her mit der Kiste. Ich bin noch nicht bereit. Kommt jetzt. Einmal weg mit euch. Ich will einfach nur die Kiste jagen. Ich muss noch etwas warten. Einfach nur die Kiste will ich haben. Die wird sich wahrscheinlich eh nicht lohnen, ne? Irgendwie so ein Gefühl. Ich muss noch etwas warten. Dann noch mal Geistkraft. Ich bin noch nicht bereit. Oh, super. So, jetzt reicht's aber. Alter, das hört nicht auf, ne? Das hört einfach nicht auf. So, jetzt aber. Endlich. Aber immer noch weiter. Geht aber immer noch weiter. Wir kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Hier ging es auf jeden Fall ab. Wir schaffen das nicht allein. Aber Hauptsache ist, droppen Ringe, dass ich Herzen reinballern kann. Aber keine Herzen kriege. Ich muss auf jeden Fall mehr die anderen Dungeons abfahren. Leider muss man das machen, Leute. Ich muss noch etwas warten. So, weg mit euch.
Also warum läuft er so mich rum? Wollte der Bro mich kiten? So, weg mit euch. Ich bin noch nicht bereit. Und rein hier. Mindestens ein Abenteuer überlebt. Nimm dies, mein Freund. Es ist nicht viel. Doch einer ist gestorben. Waren das drei? Hier. Etwas für eure Mühen. Hierher damit. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so gesehen. Alle drei. Her damit. Okay, langsam wird's Inventar voll, ne? Das war immer noch nicht, oder? Dungeon-Abschluss? Nee. War immer noch kein Dungeon-Abschluss. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir irgendwie was Nettes haben, was wir jetzt anziehen können. Im Ring regt mich jetzt auf. Weil ich einfach nicht die passenden Herzen dazu habe und das ist zu teuer. Ich brauche erstmal Ringe. Ich brauche Ringe. Herzen. Und Ringe. Cool. Hä? Geht doch. Achso. Ja, Rang 1 schwaches Gebrüll. Ja, ja, okay. Wollte schon sagen. Den blauen habe ich jetzt auch. Super. Das Gebrüll. Gut, gebrauchen kannst du jetzt. Ich kann sie erstmal reinnehmen, solange ich noch keine anderen Attacken habe. Weil warum nicht, ne? Warum nicht, solange wir. Obwohl. Auch nur meine Zorneskraft, ne? Hier auch? Ich glaube der nicht, ne? Geisterkraft meine ich natürlich. Na gut, den können wir erstmal behalten. Den behalten wir erstmal drin. Ich muss noch etwas warten. Ich würde aber eigentlich ganz gerne schnell hier durch. Eigentlich würde ich hier schnell durch wollen. Aber wir werden nicht in Ruhe gelassen. Ein Brief. Ich bin noch nicht bereit. Kauder, es tut mir leid, dass ich so schnell. Ja, interessiert keinen. Das interessiert hier keinen. Hier lang vielleicht? Nee, ne? Komm. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Wer sagt's denn? Komm her, Bro. Komm zu Papa. Hey. Jungs, hört ihr mir? Ich muss noch etwas warten. Nix da. Nein, Bro, diesmal nicht. Ich muss noch etwas warten. Sehr schön. Den können wir wenigstens abschließen. Auch ein Vorteil halt, dass es diese Herzen hier nicht gibt, ne? So, dann würde ich einmal sagen, kommen wir einmal zurück. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt auch Stufe 2 schon vom Battle Pass haben. Das müssen wir uns einmal reinziehen.
Ja, kostenlos. Los. Gut, fangen wir an. Ist aber nicht stylisch. Ist leider überhaupt nicht stylisch. Gut, wir verkaufen noch einmal zusammen. Aber wie gesagt, das mit den Herzen in der Stadt leckt es im Moment übelst, ja. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Sachen verkaufe ich jetzt mal. Bei Vaters Segen. Den Cash brauche ich. Bleibt wachsam. Braucht ihr Schmiedekunst? Nee, Bro. Die brauche ich definitiv nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.